Willkommen zum epischen Part von Starwing 2, in welchem wir euch die Zerstörung Cornerias zeigen werden. Mit dabei ist wieder... Keanu, der Hunger hat. Jawohl. Okay. Ich bin aber zu voll in die Küche zu gehen, ich will hier mitmachen. Ja. Wow, ein Jagdtektron. Ein Jagdtektron. Moment, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich will nämlich, dass Cornelia zerstört wird und nicht, dass Peppy zerstört wird. Ja! Moment, wie komme ich aus der Sache jetzt wieder raus? Das geht gar nicht. Kannst du nicht irgendwo durch die Gegend fliegen? Irgendwie nicht. Sobald ich losfliege... Kampf abbrechen, vielleicht nützt das was? Ja, aber nur vielleicht. Ein bisschen was. Und ich kann auf die Great Fox und kann einen Wartsprung machen, das werde ich jetzt auch mal tun. Einfach mal hier nach Titania. Was ist jetzt wohl wieder passiert? Och man, dieses Ding will mich nicht in Ruhe lassen. Es liebt dich. Ja. Oder Peppy oder wie auch immer. Dafür wird es zerstört. Ja, du hast nämlich jetzt wieder fast voll Energie, wenn er dich nicht getroffen hat. Richtig, ja. Wow, also das Vieh ist auch stark. Man muss aber warten, bis er sich hier seine Energie kennt. Und dann können wir draufballern. Jawohl. Ich bin mal gespannt, was Stendel oder Pfeffer uns zu sagen hat, wenn Cornelia bumm. Ja, ich auch. Bestimmt wird er dann irgendwie sagen, oder... keine Ahnung. Er wird weinen. Wahrscheinlich wird er das. Wobei, wie soll er denn weinen, wenn Cornelia bumm ist? Er ist doch auf dem Planeten. Auch wieder wahr. 82%, komm, 18 kriegst du noch rein. Ja, und schon wieder greift mich irgendwas an. Es ist Starwolf! Andrew! Andrew, und du kannst mich mal, Andrew. Das soll auf dem Gesicht. Okay. Ja. Verdammt, ich komme einfach nicht. General Pepper, wir wissen, dass die Great Fox Wappsprung erlaubt. Das muss uns nicht nochmal sagen. Ich glaube, so schlau ist Peppy. Ja. Der kann eine Barrel Roll. Stimmt, genau. Und wer eine Barrel Roll kann, der, dem gehört sowieso die Welt. Wir und haben es gleich. Gleich haben wir 100%. Ja, Gold. Alles ist vorbei. Cornelia wurde besiegt. Was? Keine epische Kaboom? Ich hatte jetzt aber auch gehofft, irgendwie eine epische Sequenz noch. Aber doch! Okay. Genießen wir es. Genau. Das erinnert ein bisschen an Space Invaders. Cornelia! Gleich wieder. Cornelia ist gefallen. Ich habe erwartet, dass jetzt auf der Karte Cornelia explodiert. Ich habe es auch gedacht. Bereit. Cornelia vernichtet. Wir haben zwei Planeten befreit, aber vier nicht befreit und zwei von vier Zerstörern zerstört und 11 Raketen, aber der Rest irgendwie nicht so und naja, egal. Ja. Total in den Satz gesetzt. Aber trotzdem einen neuen Rekord erzielt. Hey! Wow! Rang Stern. Ja. Gay. Okay. Ich weiß auch nicht warum. Hattest du Langeweile gehabt? Wahrscheinlich. Bumm, okay. Ja, ich glaube, das war's. Wir lassen es erst einmal gut sein. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall nochmal offscreen das alles soweit spielen und ein bisschen üben, vor allem. Und dann werdet ihr auch das gute Ende sehen, wenn ich es endlich geschafft habe, dieses Spiel in den Griff zu bekommen. Und dann machen wir Andros fertig. Genau. Genau. Ja, ansonsten bleibt mir noch, mich bei Keanu zu bedanken, dass er hier mit dabei war bei diesen epischen drei Parts. Kein Problem. Und ja, wir sehen uns dann im 20., 21. Part, ich weiß es gerade gar nicht, wieder. Und dann geht es Andros an den Kragen. Genau.
Ja. Also, von mir aus. Ciao. Okay, ciao.